solche Idioten jetzt in der letzten Zeit so viel zu haben, ist der Hammer. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Prost. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going, but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Tja, kann eine Maschine... Das stimmt eigentlich, das können wir uns eigentlich selber mal fragen. Kann eine Maschine wirklich wissen, was Sein bedeutet? Das ist eine gute Frage. Kann eine Maschine denken wie wir? Kann eine Maschine uns quasi im Prinzip ersetzen? Man weiß das nicht. Ich frage mich gerade, wo ich hingehen soll. Soll ich nach unten gehen oder lieber nach oben? Ich bin unschlüssig. Hier ist auf jeden Fall die Krankenstation. Ich gehe, glaube ich, erstmal zur Krankenstation, um mal zu schauen, was da los ist. Vielleicht gibt es ja da ein Medikit. Man weiß es nicht. Na, sieht aus wie eine Krankenstation. You're different. Hallo. Nice suit. Used to have one just like it. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gunify. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. I
and I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Don't let me down. Be careful. If I knew you'd come, I would clean this place up a little. Ich finde es lustig, dass sie noch so gut drauf ist in ihrem Zustand. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich aufgeräumt. Das, was hier runterläuft, ist wahrscheinlich dieses Strukturgel von der Vau. Und wir haben die Arche gefunden. Das ist die Arche hier. Sie hat aufgepasst auf die Arche. Sie ist der letzte Mensch auf Erden. Wir sind ja mittlerweile auch kein Mensch mehr. Sie ist, wie gesagt, der letzte Mensch auf Erden und ihr geht's nicht gut. Und ja, sie verlangt jetzt von uns, dass wir ja, sie erlösen, sie befreien. Und wir haben natürlich sie gebittelt und gebettelt, haben wir gesagt, gibt's nicht eine Möglichkeit, um sie zu retten? Sie sagt, nein, ich will es auch. Ciao Papa, tschüss Sheila und ciao an den Rest des Streams. Ich geh schlafen, gute Nacht. Ja, mach's gut, Löffler Vanilla, schlaf gut. Bis nächste Mal dann. Ich werde mich jetzt erstmal ein wenig umsehen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Ja, Klang Kasper, das werde ich tun, definitiv. Denn, weil so können wir sie nicht hier lassen, also... Sie hat auch noch Bilder von früher hier. Ich erfülle ihr auf jeden Fall den letzten Wunsch, definitiv. Das werde ich, das werde ich definitiv tun. Denn das ist, glaube ich, das Beste für sie. Es ist schwer, aber... Would you stay with me, please? It won't be long now. Please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Sie ist zu schwach. I wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there.
stars. Nee, sie war zu schwach, um selbst den Knopf zu drücken. Blackbox is inactive. Probably found a way to switch it off. Puh, dann schauen wir erstmal hier. Da können wir nichts anrufen. Okay, dann brauche ich die anderen eigentlich auch nicht versuchen, die offline sind. Huch. Ich muss mal dran gewöhnen, dass ich hier auch Türverriegelung. Ja, wir haben eigentlich alle Türen offen. Fotos. Sie sagte auch gerade mit Catherine halt, töte sie nicht, sondern, oder beziehungsweise schieß sie zu den Sternen. Das sind alle Mitarbeiter und Catherine ist so, ja. Das wird Catherine sein. Der wird die Daten wieder gefunden herstellen, natürlich. So, Notfallration. Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Patros 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ernährung durch die Venen. Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu halten. Und Veränderung. Veränderung nach Bauabschluss von Astrid Kreier oder Krier. Methode zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Ist das Windows 20? Ist das Windows 20? Ja, ich glaube ja. Hier ist noch ein Bild, glaube ich. Aber das hatten wir. Nee, das hatten wir noch nicht gesehen. Ja, mein Gott. Können wir da irgendwas noch machen? Nee, ne? Nee. Da unten vielleicht? Nein. So. Tja, dann schnappen wir uns mal die Arche. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir damit hin? Er hält die Arche jetzt so in der Hand. Achso, wenn ich die Arche so trage, kann ich nicht klettern. Na toll, und jetzt? Ja, dann schnall sie dir doch auf den Rücken. Oder gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Okay, wisst ihr was? Wir schauen da mal eben gleich weiter, machen eine klitzekleine Pause und dann geht's gleich spannend weiter hier. Also bis gleich.